Guten Morgen, Freunde der Voskis-Community. Wir kommen zum letzten Vortrag der Konferenz in diesem Saal hier. Der sollte eigentlich gehalten werden von Joachim Karst. Joachim Karst ist unser Verbindungsmann zu den öffentlichen Stellen, zu den Behörden und hat zum Beispiel OpenStreetMap einmal beim Geo-Gipfel beim Bundesinnenminister mit Beteiligung von Google und Bing und den anderen geografischen Größen hat er das OpenStreetMap-Projekt schon mal vertreten. Heute war er dann kurzfristig verhindert und Christopher, den ich schon vorgestellt habe, eben als zweitdienstältesten deutschen OpenStreetMap-Mapper ehemals, hat es sich dann bereit gefunden, den Vortrag zu übernehmen. Und ich warte auf den spannenden Vortrag. Rettungspunkte kenne ich selber nur von meinen Spaziergängen im Wald, aber denke, dass ich jetzt ein bisschen mehr darüber erfahre. Ja, danke für die Einladung. Ja, Joachim lässt alle recht herzlich grüßen. Wie gesagt, der kann leider nicht hier sein. Und ich versuche seinen Vortrag so gut wie möglich, also es sind auch seine sämtlichen Folien. Ich wollte den Vortrag Rettungspunkte auch einreichen, zwar auf eine andere Art und Weise, aber wir gucken mal, ob wir zu dem Ziel kommen und Joachim dann zufrieden ist mit mir. Ja, was sind Rettungspunkte? Rettungspunkte sind definierte Treffpunkte für Rettungskräfte. Also wie man hier auf der rechten Seite sieht, das ist... War der Ton gerade weg? Irgendwie war ich gerade lauter gewesen. Geht jetzt, ja. Okay. Wie gesagt, Rettungspunkte, wie man auf der rechten Seite sieht, das ist jetzt hier von dem Kuratorium Wald und Forst, KWF. Ich gucke gerade, ob die Abkürzung hier irgendwo draufsteht. Steht sie nicht, aber rettungspunkte-forst.de ist denn die Seite, wie gesagt, das ist ein Vorschlag für so einen Rettungspunkt, wie der aussehen könnte. Er sieht natürlich in jedem Bundesland anders aus, weil das jeder halt so für sich selber macht. In den 90er Jahren hat das Ganze im Forstbereich angefangen und wird vermehrt auch im Freizeitbereich, was wir nachher noch sehen werden, eingesetzt, um zu definieren, wenn irgendwas passiert im Wald, wenn der Forstarbeiter sich verletzt, dass man die Rettungskräfte einweisen kann, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt in die fünfte Querstraße sowieso, das ist für Rettungskräfte schwierig. Dafür gibt es an definierten Punkten halt diesen Rettungspunkt, wo man sagt, ich stehe an dieser Nummer und ab dieser Stelle weise ich jetzt die Rettungskraft ein, habe ich nicht mehr so einen ganzen weiten Weg, bevor ich jetzt in den nächsten größeren Ort zurückgehe. Und wie ich schon gesagt habe, die Schilder sehen ab und zu mal anders aus. Wie gesagt, das ist jetzt hier eine Variante. Hier oben, haben wir hier eine Maus, haben wir nicht? Doch, haben wir. Hier oben die Variante, wie es vorgeschlagen wird. Unten ist auch eine Billigvariante. Was hat er gesagt? Das obere Schild kostet so ungefähr 150 Euro und das unten ist so ein, ich sag mal so, Centartikel, wo einfach an einem Holzpfahl eine Nummer rangeschraubt wird. Wie man hier schon sieht, ist das auch nicht so wirklich gut zu lesen wie das obere. Das obere sind, die sind wirklich große Tafeln wie normale Verkehrsschilder. Und ja, aufgrund der unterschiedlichen Strukturen in den Bundesländern, also wird von den Bundesländern organisiert und aufgestellt, sehen die natürlich anders aus, je nachdem, was jeder möchte. Hier ist zum Beispiel vorne der Landkreis definiert als Nummer und dahinter eine fortlaufende andere Länder wie Brandenburg. Die haben nur vierstellige Ziffern und oder vierstellige Zahlen, bestehen aus Ziffern ohne Landkreis oder ohne nähere Einschränkungen dazu. Die sind dann fortlaufend. Und wie gesagt, in OpenStreetMap wird das erfasst unter Highway Emergency Access Point seit 2008. Und es gibt jetzt die Idee, das eventuell auf Emergency umzusetzen, weil so Highway passt nicht so ganz dazu. Aber wie gesagt, hat sich nicht durchgesetzt bislang. Hier hat der Joachim hier mal so eine schöne Übersicht gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da gibt es so graue Punkte und so, ich sage mal so, was ist das? So ein blau-grün. Türkis in der Richtung. Das Graue sind die offiziellen Daten von diesem Kuratorium Wald und Forst. Die stehen unter der Lizenz CC BY ND. ND heißt so nach dem Motto, ich darf die nicht verändern. Und da stehen wir jetzt vor dem ersten Problem. Wir können die jetzt nicht so einfach ohne weiteres importieren. Wie gesagt, von diesen veröffentlichten Schildern gibt es 55.000 Rettungspunkte. Beziehungsweise sind die beschildert. Ich sag mal so 10.000 ungefähr haben kein Schild dazu. Und
19.000 davon sind in OpenStreetMap drin und insgesamt sind in OpenStreetMap 26.800 drin. Das kommt daher, dass von diesem Kuratorium Wald und Forst, wie man hier in Thüringen sieht, sind keine grauen Punkte drin. Hier sind nur halt die türkisen Punkte drin, also sind nur OpenStreetMap-Punkte drin, weil diese einfach gar nicht veröffentlicht werden. Wie gesagt, hier macht wieder jedes Bundesland, was es will. Sieht man auch Karlsruhe, DRK, Mecklenburg-Vorpommern und NRW gibt es so einige Bereiche, wo es Rettungspunkte gibt, die aber in keinster Weise veröffentlicht wurden. Also man hat wirklich keinen Vergleich, sind wir in OpenStreetMap vollständig oder das ist halt ja so ein kleines Problem. Was hat der Joachim gemacht, beziehungsweise was macht er? Er guckt immer, was ist in OpenStreetMap drin, was ist in den offiziellen Daten drin und seine Grundidee ist dann einfach zu sagen, ja, ich packe mir das erstmal die ganzen Daten von diesen Rettungspunkten und von den offiziellen Daten in eine PostGIS-Datenbank und schau doch mal, was gibt es denn hier, wenn ich jetzt hier einen Punkt habe, gibt es hier in der Umgebung von den offiziellen Daten einen Punkt mit direktem Nummernvergleich, also der hat... macht hier auch über Suchstring, also wie gesagt, ob die Nummer übereinstimmt oder nicht, merkt sich das Ganze und guckt dann, sind die Daten so plausibel, was gibt es hier für Abweichungen, gibt es hier Abweichungen im Suchstring, gibt es hier Distanzabweichungen, die größer sind wie 250 Meter oder sowas. Ich persönlich hatte auch schon mal einen gehabt, der hat so eine Distanz von 2 Kilometer gehabt von den offiziellen Daten zu der wirklichen Stelle. Wo man sagt, wie will der Rettungsdienst mich jetzt finden, wenn ich hier stehe, das funktioniert nicht. Wie gesagt, da komme ich aber nachher noch drauf zu, was es noch so alles für Probleme gibt. Und dadurch hat er halt diese verdächtigen Rettungspunkte rausgefunden, wo er sagt, in OpenStreetMap, das kann hier irgendwie nicht stimmen oder in den offiziellen Daten kann nicht stimmen. Es gibt beide Seiten, die eventuell Fehler aufweisen könnten. Und da halt so eine Umkreissuche macht, dann sieht er halt diese IDs, so nach dem Motto, diese OpenStreetMap internen IDs. Wenn er bei der Suche da irgendwie mehrere findet, dann stimmt irgendwas nicht. Also wenn eine Nummer doppelt vergeben ist mit einer entsprechenden Distanz, dann kann das irgendwie nicht stimmen. Das ist so ein Verdacht oder irgendein Fehler in der Schreibweise drin. Also er hat einen Punkt in 10 Meter Entfernung zu dem offiziellen Punkt in OpenStreetMap gefunden. Aber das stimmt das irgendwie nicht. Oder ist es ein Punkt in OpenStreetMap drin, aber der existiert im Bestand nicht, dann ist es irgendwo ein Fehler. Und was macht er dann? Der Joachim, der fragt einfach die Mapper an, beziehungsweise dann auch entsprechend die Forstverwaltung, wenn es zurückkommt. Beziehungsweise habe ich den Joachim manchmal schon selber geschrieben, wo ich sage, in den offiziellen Daten, da stimmt irgendwas nicht. Ich finde den Punkt nicht, dann gibt er die Informationen auch an die Forstverwaltung weiter, die korrigieren das dann auch. Beziehungsweise wenn dann irgendwelche offensichtlichen Fehler sind, dann notiert er das auch in OpenStreetMap entsprechend mit einem Note, dass wenn jemand dort wieder an diesen Knoten ran ist und sagt, ja, der stimmt aber nicht, dass er sofort sieht, ja, hier gibt es eine Diskrepanz zwischen den offiziellen Daten und das ist ja so, wie die Welt wirklich ist. Und hier hat er noch so ein wunderschönes Bild, das hat er mir heute früh, ich glaube, 10 Minuten hat er gebraucht, um das zu erläutern. Ich versuche das mal etwas kürzer zu fassen. Ja, was fällt auf? In 2016 stand da eine 435. 2019 eine 335. Und das Offizielle ist wirklich die 335. Wenn ich das jetzt noch richtig im Hinterkopf habe, war das früher mal die 335. Dann war das Schild verschwunden und dann haben sie wieder ein neues Schild hingebaut. Und haben sich natürlich irgendwie in der Zahl geirrt. Das ist natürlich ärgerlich, weil diese 435, die stand nämlich an einer ganz anderen Stelle offiziell. Und deswegen war dieser Punkt schon doppelt. Also wie gesagt, das hat er durch seine Analysen rausgefunden. Nach einer Zeitung können wir uns ja mal die Historie angucken von dem Knoten. Also wenn die Folien veröffentlicht sind, kann man dann entsprechend an den Links dann auch sehen, was als solches dahinter steckt, beziehungsweise welche Historie das Ding in OpenStreetMap durchgenommen hat. Ja, ich hatte dann so eine das ist ein kurzes Zitat von einem Mitarbeiter der Forstverwaltung. Also, wer glaubt so nach dem Motto, dass es einfach ist, Rettungspunkte zu setzen, das ist nicht, das ist wie OpenStreetMap, es ist irgendwie alles nicht so einfach, weil da gibt es immer sehr viele Diskrepanzen, weil sie entscheiden das an einem Tisch, so nach dem Motto, wo könnte dieser Rettungspunkt hin?
Und dann wird er aufgestellt und stellen sie fest vor Ort, das funktioniert nicht, hier ist irgendwo eine Einfahrt im Weg oder das kann hier nicht aufgestellt werden, weil Sichten versperrt sind oder dergleichen. Da muss das Schild irgendwo anders hingestellt werden und dadurch kommen auch diese großen Fehler. Wie gesagt, hier diese amtlichen Fehlerquellen mal zusammengefasst. Also falsche Projektion wurde zum Beispiel irgendwo angewandt. Sie haben es in irgendwelches Kartenmaterial ganz grob eingetragen und dann findet man das natürlich nicht wieder. Und wenn man es dann abzeichnet auf eine digitale Karte, dann funktioniert das natürlich nicht. Lustig fand ich auch den Eintrag bei der Datenerfassung in einer Zeile verrutscht. Dann passieren nämlich solche Sachen wie diese Ziffernverdrehung, die wir da vorhin hatten. Man kopiert irgendwas, das kennt man ja aus OpenStreetMap auch, man kopiert irgendwie ein Haus und auf einmal ist die Hausnummer zweimal da. Sowas passiert da wahrscheinlich auch. Ja, Orientierungsverlust beim Aufstellen, falsche Kreuzung. Das ist auch OpenStreetMap passiert. Ist mir auch schon passiert, wo ich den Rettungspunkt, wo ich sage, ja, war ja diese Kreuzung gewesen und da war genau die falsche Kreuzung. Und wie ich schon gesagt habe, das Schild musste auf dem Hoheitsgebiet der Straßenbehörde an den Waldrand verlegt werden. Dann ist er natürlich auf einmal ganz woanders. Und dann gibt es auch, ich glaube, von einem Ingenieurbüro wurde mal eine App entwickelt für einen bestimmten Bereich, wo so auf dem Schild ein QR-Code ist, weil das war, glaube ich, die belgisch-luxemburgische Grenzregion irgendwo, also muss es ja da irgendwo NRW gewesen sein. Da sind längere Codes drauf mit Ländercode und Kreiscode, damit es dann keine Doppelung gibt, beziehungsweise dass es besser auseinandergehalten werden kann, dass man sieht, in welchem Land befindet er sich gerade. Und wenn derjenige das dann natürlich mal im Garten ausprobiert, wie funktioniert denn das? Oder im Büro, dann ja, ist auf einmal die Position, weil das automatisch alles passiert, falsch gesetzt in der Karte. Und ja, da gibt es wirklich sehr viele Varianten. Dann hier auch so ein Bauwagen, wo ein Notizzettel dran steht, wo eigentlich die Rettungsnummer von dem nächstgelegenen eigentlich dran stehen sollte. Also es ist jetzt kein offizielles Schild, das ist wirklich nur die Notiz für die Waldarbeiter, damit die wissen, wenn irgendwas passiert, kann ich sagen, der Rettungspunkt sowieso ist in der Nähe und begibt sich dann erst zum Rettungspunkt. Ja, das Problem war dieser Bauwagen, der wurde verschoben, beziehungsweise die Waldarbeiter sind ja auch mal woanders. Also, wie er hier in dem Beispiel hatte, war es 21 Kilometer auseinander, wo der Bauwagen stand und wo der Rettungspunkt war. Und andere Rettungspunkte waren wesentlich dichter gewesen. Das sind, ja, sowas sieht man. OSM-Fehlerquellen hatte ich ja vorhin schon bei den amtlichen Quellen erwähnt. Falsch abgelesen, unscharfes Foto. Also, wenn man unterwegs ist, ein Foto macht und die Nummer nicht lesen kann. Ganz am Anfang hatte ich ja dieses kleine Schild da gesagt, dass wenn da irgendwie ein Riss drin ist oder das Foto schlecht, das Licht, dann könnte es eine 3 oder ist das jetzt eine 8? Das ist jetzt schwierig. Man sieht es nicht. Dann gibt es natürlich auch immer Leute, die dann sagen, hier ist irgendwas, ich verstehe es nicht, ich lösche das einfach raus. Dann ist der Punkt entsprechend weg. Da prüft der Joachim auch immer nach, so nach dem Motto, was ist Stand alt und was ist Stand neu? Ist da irgendwas verschwunden? Da macht er auch einen entsprechenden Vergleich. Und natürlich, wie er hier so schön das menschliche Leistungsvermögen sagt, so nach dem Motto, ich kann mich nicht mehr so wirklich erinnern, aber das Bier war lecker. Ja, was hat er gemacht? Wie gesagt, ich gucke gerade, ob der Falk hier irgendwo in der Nähe ist. Der ist leider nicht hier. Er hat einen Vergleich gemacht und hat sich dazu eine Karte gebastelt, wo er so ein kleines Lizenzproblem hat, weil er nämlich hier die Daten von dem Kuratorium Wald und Forst, also KfW, mit den OpenStreetMap, die unter ODBL stehen, vermischt als solches. Und ja, das ist natürlich schwierig, weil die müssten ja als solches wieder als ODBL veröffentlicht werden, wenn ich hier irgendeine Verknüpfung zwischen verschiedenen Sachen mache. Da gucke ich mal, ob ich den Falk noch irgendwo hier auf dem Gelände heute finde. Gesehen habe ich ihn heute leider noch nicht. Und ja, hier sieht man mal, was er so macht. Also wie gesagt, die roten Punkte, sie existieren nicht, die grünen Punkte, sie existieren, sind mit seinem Vergleich, den er da am Anfang gemacht hat, entsprechend gleich. Und dann gibt es halt, wo auch noch so diesen Nummern- und Namensvergleich macht. Und links oben in der Ecke, jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich hier nochmal eine extra Maus, ist dieser lila, ich weiß nicht, ob das da auch lila ist in der Ecke, ich komme nicht so weit rum. Das ist einer, der nur in OpenStreetMap drin ist, aber eigentlich ist das wieder einer, der hier zu den blauen gehört, wo die Nummer unterschiedlich ist. Da ist nämlich die Nummer, dieses Copy and Paste, einmal durcheinander gekommen. Da musst du erstmal gucken, wo gehört denn jetzt irgendwo welche Nummer hin. Und ich glaube, es war ein OpenStreetMap-Problem als solches gewesen, wo einer
die Nummer kopiert oder verschoben hatte oder nochmal ein zweites Mal angelegt hast, die dann entsprechend dichter war. Lizenztechnisch unproblematisch ist jetzt natürlich in dem Bereich, wenn ich das vergleiche, wenn ich das mit QGIS mache und sage, ich mache einfach zwei Layer, zwei Punkte, die ich übereinander lege, und wenn ich jetzt sage, alles, was in OpenStreetMap drin ist, mache ich als grünen Punkt, dann würde ich ja den roten überdecken, wenn ich das grüne oben drüber lege. Wie gesagt, das wäre so eine Möglichkeit, das lizenztechnisch zu lösen. Und ja, da hat er jetzt natürlich den Problem, jetzt musste ich nochmal lesen. Ich weiß, dass ich noch 5 Minuten habe. Sieht aber, glaube ich, gut aus von der Zeit. Dass der Koordinatenabgleich mit den falschen Nummern hier schwierig ist, weil dann würde ich ja wieder diese Daten als solches mischen und sehe das nicht so richtig. Wie gesagt, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie eine Lösung finden. Es gibt Rettungspunkte auch im Ausland und in Dänemark gibt es sowas wie Strandnummern. Da ist das zum Beispiel an solchen Boxen mit dran, wo dann Rettungsringe, also weil wenn es an der Küste ist, macht es ja Sinn, dort noch entsprechendes Equipment mit anzubringen oder mit zu kombinieren. Sieht man natürlich, wie man auf dem Satellitenbild sieht, sogar von oben, dass das, ich habe gesagt, sieht aus wie eine Bommelmütze mit, also eine Wintermütze mit einer Bommel oben dran. Man sieht das wirklich auf dem Satellitenbild aufgrund des Schattenwurfs, dass da wirklich was ist. Das ist natürlich in Deutschland mit diesen Schildern sehr schwierig, wenn die nicht gerade wirklich komplett auf der grünen Wiese stehen und sehr hoch aufgelöstes Bild ist. Was gibt es noch? Neben den Rettungspunkten gibt es auch Orientierungspunkte. Das ist in den Städten, das ist, wie er mir gesagt hat, wesentlich besser für Menschen in Not, sage ich mal so, wenn wirklich irgendwas passiert, weil eine Nummer durchzugeben, da kann immer mal ein Zahlendreher passieren, wie wir vorhin schon einmal gesehen haben. Hier ist dann unter anderem definiert, neben dem Spielplatz als Rettungspunkt, ein entsprechender Name vom Spielplatz, die Seckmüller-Matte und die entsprechende Hausnummer in der Nähe. So kann beides durchgegeben werden und es ist für den Menschen immer dann besser zu sagen, was ist es? Was gibt es noch? Im Schwarzwaldverein gibt es Wanderwegweiser. Und diese haben auch Nummern, unter anderem, wie man hier ganz klein sieht, aber das ist völlig irrelevant. Hier gibt es, wie er mir gesagt hat, so 15.000 Stück, von dem ja, knapp über die Hälfte in OpenStreetMap sogar erfasst sind. Und die haben immer eine eindeutige Kombination, wie man hier oben sieht. Am oberen Teil sind wir Höllhäuserweg, 195 Meter. Das ist immer so eine Kombination und es gibt dazu auch eine Datenbank. Das Problem bei dieser Datenbank ist natürlich, dass das Ding nur online ist und von dem Naturpark Schwarzwald Nordmitte, wenn ich mich nicht irre, der hier jetzt auch hier definiert ist, der da drüber oder den Schwarzwaldverein, der das Ganze betreut und pflegt als solches, gibt die Daten überhaupt nicht raus, sondern bietet nur einen Online-Zugriff. Das Problem dabei ist natürlich, was passiert, wenn der Rettungsdienst gerade keinen Online-Zugriff hat, weil gerade irgendwas passiert ist oder der Bagger der Meinung ist, ich muss hier mal alles ausheben, inklusive die Glasfaserleitung, dann ist die Rettungsstelle in gewisser Weise oder wenn man unterwegs ist und hat entsprechende Internetstörung oder Internet steht mal wie so oft nicht zur Verfügung, dann hat man ein Problem und weiß nicht, wo ist dieser Rettungspunkt, wo muss ich jetzt wirklich hin? Als solches. Dann nochmal die Zusammenfassung kurz. Die konventionelle Erfassung wird noch Jahre dauern. Also wenn wir das so weiterhin machen, kann das Ganze nicht importieren. Weil Importe natürlich hier das Problem machen, Lizenz und Qualität, die stimmen nicht überein. Beziehungsweise Lizenz ist inkompatibel und die Qualität, wie wir gesehen haben, die differenziert entsprechend. Und wie gesagt, ein Abgleich, den man lizenzkonform irgendwie machen könnte, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Und es gibt auch ein Advanced Mobile Location, das habe ich mir vorher nochmal ganz schnell durchgelesen. Das ist, wenn man Rettungsdienste anruft, können die einen in einer gewissen Art und Weise orten. Und da ist jetzt die Frage, hat das irgendwelche Auswirkungen? Und danke ich für mein Interesse und ich hoffe, ich habe alles rübergebracht, was der Joachim mir vorhin nochmal erzählt hat. Ja, Dankeschön an Christopher und Dankeschön auch an Joachim, wenn du uns jetzt im Stream zuschaust. Er wollte zuschauen.
Okay. Übrigens bei der einen Geschichte, wo du mir gesagt hast, dass da extra ein Punkt angelegt wird für eine falsche Stelle, wo dann eine Not dran ist, dass das in Wirklichkeit dort ist, da ist mir das Feature von Wikipedia mit der Weiterleitung eingefallen, wo man sagt, man geht auf den Artikel und in Wirklichkeit ist das im anderen Artikel beschrieben, wird automatisch weitergeleitet und dann steht da weitergeleitet von. Das könnte man mal bei uns auf der OSM-Karte einbauen, dann hätten wir das Problem nicht mehr. Ja. Okay, Fragen aus dem Auditorium. In der Hoffnung, dass ich es beantworten kann. Das glaube ich ganz sicher. Vielen Dank, finde ich sehr spannend. Wir haben damit unmittelbar direkt zu tun, Nationalpark Schwarzwald, wir haben genau diese Problematik. Mhm. Meine Frage ist, wie sehen die Rettungsstellen das eigentlich, die Verwendung von OSM-Daten für ihre eigene Verwendung? Weil das ist ja immer so ein Thema. Es war schön mit den Schwarzwaldvereinsdingern, die sind auch an die Rettungsstellen gegeben, aber wie gesagt, es wird nicht vernünftig umgesetzt. Die Frage ist tatsächlich, gibt es da schon Kontakte zu den Rettungsstellen, ob die mit OSM-Daten überhaupt arbeiten wollen oder können? Da hatte Joachim mir irgendwas erzählt. Also am besten du sprichst nochmal Joachim, wie gesagt, die E-Mail-Adresse steht da nochmal drin. Das nochmal genauer ab. Er hatte mir gesagt, er hat da mal irgendwie ein Praktikum, man hat das Ganze mal beobachtet, wie läuft das denn eigentlich ab. Sie haben auf jeden Fall die Rettungspunkte alle vor Ort. Von den offiziellen Daten natürlich, OpenStreetMap hat er auch irgendwie verglichen, sind wir aber nicht näher drauf eingegangen in dem Gespräch heute. Sie gucken auch, dass er irgendwie nutzen kann. Ich weiß nur, Brandenburg hat das zumindest bei der Polizei irgendwie in gewisser Art und Weise, glaube ich, im Einsatz. Also kann ich nicht zu viel zu sagen, am besten sprichst du dann nochmal mit Joachim persönlich und dann, weil ich bin so mehr Mapper. Ich erfasse die, fahre dann wirklich mit Fahrrad raus, also das ist auch eine Art und Weise, wie man dann macht, also man geht wandern. Das sind auch wirklich die Leute, die am meisten erfassen, die Wanderer, die Fahrradfahrer und halt Leute, die draußen sind. Man kommt auch raus bei dieser Erfassung und das kann natürlich auch jeder mitmachen und erfassen, dann braucht man hier nicht irgendwann sagen, jetzt können wir es importieren, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Weitere Fragen aus dem Auditorium. Ja, danke für den Vortrag. Also ich weiß es nicht, ich habe noch nicht so viel Kontakt mit OpenStreetMap gehabt, aber habe zum Beispiel gesehen, dass in Baden-Württemberg, wo ich wohne, total wenige Punkte erfasst sind und ich fahre auch ganz viel Mountainbike und so weiter und da wollte ich mal fragen, wie man das macht mit dem Erfassen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht mit der Frage. So, Baden-Württemberg, jetzt überlege ich, wie war das jetzt in Baden-Württemberg? Also man sieht auf jeden Fall... War Baden-Württemberg, oder? Ja. Ja. Wie gesagt, da unten ist ein kleiner grauer Bereich. Ich glaube, das wird irgendwie auf Kommunalebene dann verwaltet oder sowas. Also zumindest im unteren Bereich oder im südlichen Baden-Württemberg, ich weiß jetzt nicht, welche Region das da unten ist, da gibt es irgendwie so gar nichts. Im Norden von Baden-Württemberg, jetzt verschwimmt natürlich die Grenze entsprechend so ein bisschen, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da ist sehr viel erfasst. Da gibt es einen grauen Bereich. Im Wiki von OpenStreetMap ist das nochmal erläutert. Also man setzt wirklich einfach nur einen Knoten, setzt dann ran Highway, haben wir das irgendwo hier, Highway Emergency Access Point und als Referenz nimmt man dann diese entsprechende Nummer, die dort dran steht. Und dann ist er als solches erfasst. Also das ist, ich sage mal so, da kann man auch einen einfachen Editor benutzen. Also es ist nicht so komplex wie Erfassung von Buslinien oder dergleichen. Es ist wirklich nur ein Punkt. Man schreibt dran, das ist jetzt ein Rettungspunkt als solches. Ich weiß nicht, ob es in diesem Online-Editor sogar irgendwie eine Vorlage dafür gibt. Habe ich noch nie benutzt oder noch nie ausprobiert. Dann schaust du einfach mal ins Wiki unter dem Punkt Rettungspunkt und da wirst du das dann auch, wenn das noch ausführlicher geht, als er gerade beschrieben hat, dann auch finden. Okay, hier vorne war noch eine Wortmeldung. Hat sich erledigt? Ja. Sonst noch? Ja. Das ist nicht der Fall. Ja, dann beenden wir die Konferenz in diesem Saal. Bedanken uns nochmal bei Christopher und bei Joachim. Ja, danke.